Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Sind immer nicht die schönsten Tage auch im Arbeitsleben eines Sportvorstandes, wenn man sich von einem Trainer trennen muss. Das haben wir heute Morgen verkündet, dass wir uns von Markus Weinziel heute Morgen nach der Niederlage gegen Heidenheim getrennt haben, ihn freigestellt haben, von seinen Aufgaben entbunden haben. Und dass die neue Konstellation, in der wir jetzt bis zum Saisonende weitermachen werden, Dieter Hecking als Cheftrainer und Christian Fjeld als Co-Trainer in dieser Funktion oder in diesem Team. In Verbund mit Frank Steinmetz werden wir versuchen, das schlingernde Schiff wieder flott zu kriegen. Ist nicht leicht gefallen, die Entscheidung. Wie Sie sich vorstellen können, ist es nie gut, wenn man als Sportvorstand zweimal in der Saison den Trainer wechseln muss. Beim ersten Mal habe ich die Begründung geliefert, beim zweiten Mal muss ich sie natürlich auch bringen. Ich bin gestern Abend von Heidenheim nach Hause gefahren. Heimfahrten sind nicht gut, wenn die auswärts verloren haben. Da kommen einem viele Gedanken in den Kopf, unter den Eindruck des Spiels. Unmittelbar nach dem Spiel war es so, dass ich eigentlich schon das Gefühl hatte, das Spiel Sandhausen mit Markus Weinziel machen zu wollen. Bin dann aber im Auto zu der Erkenntnis gekommen, puh, es ist wirklich wenig, was ich gesehen habe und nicht nur gestern nicht gesehen habe, sondern auch in den Spielen vorher. Das ist immer so, es ist ein schleichender Tod, so würde ich es mal bezeichnen. Man hatte das im Kopf, man sieht etwas und dann ist man eben auch in der Verantwortung. Und ich hätte weiter so hätte ich machen können. Aber ich glaube, am Ende des Tages hätte es niemandem geholfen. Weder Markus Weinziel, noch dem Club vor allen Dingen, noch der Mannschaft und in letzter Linie dann mir. Eine Nachfrage nochmal an Herrn Gretlein. Das heißt, der Trainer Dieter Hecking muss jetzt dem Sportvorstand Dieter Hecking den Job retten, wenn ich das richtig verstanden habe gerade? Nein, so stark würde ich es natürlich nicht formulieren, aber er muss nicht in den Job retten. Aber wir sind jetzt natürlich in einer Situation, wo man, wenn er diesen Schritt tut, geht er in gewisser Weise natürlich all in. Ja, das muss man sagen. Er muss nicht seinen Job retten, aber er stellt seinen Job natürlich damit auch zur Disposition. Das muss man offen sagen.